Landau am Bodensee an einem heißen Sommertag. Nur wenige Kilometer vom Geburtsort der Zeppeline entfernt trifft das Reisemotorradteam aus Mannheim um die Mittagszeit am Bodensee ein. Sonja und Karin vertreiben sich die Wartezeit mit einem Eis, während unsere Filmcrew die Kameras positioniert. An der Schellesallee auf der Insel Lindau liegt der offizielle Startpunkt der Deutschen Alpenstraße. Jetzt kann's losgehen. Viele leckere Sorten, allen voran Emmentaler und Bergkäse, sind im Angebot. Die Sennerei Bremen-Ried ist eine der letzten Originale im Allgäu, wo noch nach alter Tradition und Rezepten gearbeitet wird. Alle Produkte werden in Handarbeit hergestellt. Dafür wird ausschließlich gentechnikfreie Rohmilch von den auf saftigen Wiesen grasenden Kühen aus der Umgebung verwendet. Für 1 Kilogramm Käse werden 10 Liter Milch benötigt. Für rund 20 Stunden kommt der aus der Rohmasse gewonnene, sogenannte Bruch, in die Presse, wo er unter Druck zum jungen Käse zusammenwächst. Rund 90 Kilogramm wiegt so ein Käserad. Von Zeit zu Zeit müssen die Leiber, die hier monatelang reifen, aus den Regalen genommen und geschmiert werden. Nach Bad Hindelang erwartet uns das erste fahrerische Highlight des Tages, die Jochstraße hinauf nach Oberjoch. Für deutsche Verhältnisse überraschend serpentinenreich führt die Straße auf den bewaldeten Berg, hinauf auf über 1100 Meter. Karin kann sich an der tollen Landschaft gar nicht satt sehen und vergisst dabei gelegentlich am Gas zu bleiben. Den schönsten Blick hat man an der 9. Serpentine von der Kanzel aus und kommen dann wieder an diesen Punkt zurück. Jetzt geht es erst einmal am Westufer des Walchensees entlang.